Hallo zusammen, ich darf Sie ganz herzlich im Ostpreußischen Landesmuseum mit deutsch-baltischer Abteilung begrüßen und möchte Ihnen heute unsere neue Kabinettausstellung Reise um die Welt anlässlich des 250. Geburtstages von Adam Johann von Krusenstern vorstellen. Wer war Adam Johann von Krusenstern, den wir hier in einer Lithografie von Hippius aus dem Jahre 1825 sehr schön erkennen können in seiner russischen Marineuniform? Krusenstern wurde 1770 auf dem elterlichen Gut Hagudi im Norden Estlands geboren und seine Familie stammt eigentlich aus Schweden. Er war nicht besonders begütert, beziehungsweise das Gut warf nicht viel ab. Trotzdem hatten ihm seine Eltern eine sehr gute Bildung zukommen lassen. Nachdem ein Hauslehrer die jugendlichen Jahre betreute, ging er auf die Domschule nach Reval, dem heutigen Tallinn, und verbrachte dort 2 Jahre, bevor er mit 14 Jahren in das Seekadettenkorps in Kronstadt eintrat. Hier erhielt er eine Ausbildung als Seemann und wie der Zufall es so wollte, wurde er bereits in frühen Jahren aufgrund der kriegerischen Auseinandersetzung mit Schweden als sogenannter Midshipman zur russischen Flotte abgeordnet. Nach 5 Jahren Kriegsdienst in der kaiserlich-russischen Flotte wurde Krusenstern zu seiner großen Freude 1793 abgeordnet in die englische Flotte, die damals bekannteste und modernste Flotte der Welt. Hier sammelte Krusenstern vielerlei Erfahrungen und seine Reisen mit britischen Schiffen führten ihn an verschiedene Orte der Erde, nach Nordamerika, wo er zum Beispiel George Washington traf, nach Südafrika, nach Indien, nach Südostasien oder nach China. Zurück aus den Diensten der englischen Flotte wurde Krusenstern 1802 vom russischen Zaren und Kaiser Alexander I. mit einer Weltreise betraut. Er sollte für Russland einen Seeweg finden, der die russischen Kolonien, vor allen Dingen hier in Alaska und in Kamtschatka, also der Küste Asiens, versorgen konnte, gleichzeitig die Pelze, die man in Alaska, in den dortigen Stützpunktkolonien fing, weiter nach China zu verbringen oder aber auch Handelsbeziehungen mit Japan anzustreben. Für Krusenstern selbst war diese Unternehmung auch deswegen eine große Herausforderung, weil er selbst wissenschaftlich hochinteressiert versuchen wollte, weiße Flecken auf der Landkarte der Seeleute auszugleichen. Und so geschah es denn, dass 1803 zwei Schiffe, die Neva und die Nadjeschda Hoffnung, bereitgestellt worden sind, mit denen Krusenstern und seine Crew die Reise antraten. Krusenstern leitete diese 3-jährige Expedition, diese Reise um die Welt und war zugleich Kapitän auf dem 35 Meter langen Schiff Nadjeschda. Die Nadjeschda hatte 85 Mann Besatzung, darunter neben den Seeleuten und Zimmerleuten auch einige japanische Schiffbrüchige, die zusammen mit einer an Bord befindlichen Gesandtschaft zur Aufnahme von diplomatischen Beziehungen in Japan mit an Bord waren. Und neben diesen waren wiederum einige Naturwissenschaftler mit an Bord, wie es damals zu solch großen Reisen üblich war. Und diese stammten einerseits aus der Schweiz, wie der Astronom und Physiker Horner, andererseits aus Deutschland mit einem Herrn von Langsdorff oder mit Wilhelm Gottlieb Tilesius, dem wir den Atlas zur Reise um die Welt, den Krusenstern während seiner Reise hat zeichnen lassen, zu verdanken haben. Insgesamt gibt es in diesem Atlas zur Reise um die Welt 104 Zeichnungen und wir präsentieren Ihnen in dieser Ausstellung 25 Stück davon in Auswahl. Auch wenn die Ziele der Reise vor allen Dingen handelspolitischer und diplomatischer Natur waren, so sind die wissenschaftlichen Ergebnisse, die in diesen 3 Jahren gesammelt worden sind, herausragend. Schon nach dem Überqueren des Äquators stellten die Naturforscher an Bord fest,
dass ein Phänomen, das sogenannte Meeresleuchten, von ihnen weiter untersucht werden konnte. Nach Anlegen bei ihrem ersten größeren Reiseziel, der Insel Santa Catarina in Brasilien, untersuchten die Naturforscher und Physiker an Bord das Phänomen des Meeresleuchtens und fanden heraus, dass kleine Seetiere mit einem bestimmten Enzym dafür verantwortlich waren, dass das Meer des Nachts erleuchtet war. Und diese wissenschaftlichen Ergebnisse schickte man an die Akademiemitglieder, die sich stets während der gesamten Reisezeit für die Ergebnisse und Fortschritte der Reise interessierten, sodass sie schon während der Reise in der Welt verbreitet wurden. Nach der Umrundung der Südspitze Südamerikas, Kap Horn, gelangte die Nadjeshda in den Bereich des Pazifiks zu den Südseeinseln, wie sie schon James Cook in seinen Reisebeschreibungen für Krusenstern so ausführlich beschrieben hatte. Dort wollte die Besatzung Wasser und Proviant aufnehmen und segelte zu den Marquesa-Inseln, die von den indigenen Nukahivan bewohnt wurde. Die Nukahiva selbst wurden von den Naturforschern, wie hier Tilesius auf den Kupferstichen, in all ihrer Exotik auch stark übertrieben dargestellt. Ob es nun der Körperbau war, der sie als quasi antike Helden darstellte, oder das Besondere des Tätowierens bzw. des Totenkultes Tabu oder der Freizügigkeit der Bevölkerung, hier war das europäische Auge auf etwas gerichtet, was nicht den europäischen Normen entsprach. Nachdem sich die beiden Schiffe, Neva und Nadjeshda, auf der Höhe von Hawaii trennten, die Neva fuhr weiter in Richtung Alaska, wo sie die russischen Stützpunktkolonien versorgen sollte, während die Nadjeshda mit Krusenstern in den Peter- und Paul-Hafen in Kamtschatka einlief, Peter und Paul, Petropavlovsk. Von dort aus wollte man die Weiterreise der Gesandtschaft, die diplomatische Beziehungen mit Japan aufnehmen wollte, vorbereiten. Hier in unserer Ausstellung finden Sie viele Kupferstiche, die Japan und die dortige Bevölkerung zeigen. Das liegt daran, dass Krusenstern Ende 1804 Japan mit seiner Crew erreichte und für 6 Monate im Hafen von Nagasaki festgesetzt wurde. Den Russen wurde es nicht erlaubt, Handel oder Handelsbeziehungen mit den Japanern zu betreiben, was nur den Niederländern und Chinesen erlaubt war. Trotzdem hatten die Naturforscher an Bord genügend Möglichkeiten, Zeichnungen zu fertigen, die später als Vorlagen für die Kupferstiche im Atlas zur Reise um die Welt dienten. Während seiner Weltumsegelung lernte Krusenstern neben den Nukahivan, den Japanern, später den Chinesen und Tataren auch eine Bevölkerungsgruppe kennen, die ihm besonders sympathisch war, die Ainus. Auf diesem Kupferstich sehen wir die Ainus als ärmlich gekleidete Fischer, die vor allen Dingen von der Selbstversorgung lebten. Ihre fischreichen Gewässer in der Bucht ihres Wohnortes waren so gut, dass sie mit Eimern dort die Fische noch fangen konnten und auf Gerüsten vor ihren Lagerhäusern zum Trocknen aufhingen. Die Offiziere der Nadjeshda, die auf dieser Bildseite hier dargestellt werden und in der ursprünglichen Skizze auf diesem Kupferstich gar nicht vorhanden waren, werden als Entdecker dargestellt. Und diese Entdecker schrieben sich die Bräuche, Sitten, aber auch Sprache oder geografische Ortsnamen der Ainus genau auf, um weiße Flecken auf den Karten der damalig existenten Zeit zu klären. Die Neva und die Nadjeshda trafen sich wieder in der portugiesischen Kolonie Macau. Und von dort aus segelte man in den einzig freien Handelshafen China nach Kanton. Kanton, das heute Guangzhou heißt, war eine der Handelsstädte, in der es Europäern erlaubt war, ihre Waren umzuschlagen, womit auch das handelspolitische Ziel der Reise erreicht war. Die Felle, die man in Alaska und in Kamtschatka mit an Bord der beiden Schiffe geholt hatte, wurden hier verkauft und für das Geld wurde Seide oder Tee oder Geschmeide eingekauft, das man dann wiederum auf dem Weg zurück nach Europa in Russland für teureres Geld verkaufen konnte. Krusensterns Weltreise endete am 19. August 1806, als das Schiff Nadjeshda
in Kronstadt unter großer Beteiligung der Bevölkerung anlegte. Selbst der Kaiser kam an Bord, um Krusenstern zu beglückwünschen zu der Vielzahl von Ergebnissen wissenschaftlicher Art, die er beigetragen hatte mit seiner Crew, aber vor allen Dingen natürlich auch aufgrund der handelspolitischen Erfolge. Es war den Schiffen gelungen, einen Seeweg zu finden, der den 12.000 Kilometer Landweg zu den russischen Kolonien ersetzen konnte. Es war zwar nicht gelungen, mit Japan diplomatische Beziehungen aufzunehmen, doch die handelspolitische Idee, die in den Kolonien aufgenommenen Waren in China zu verkaufen, um sie dann als Umschlagware quasi, die man dort kaufte, in Russland teurer zu verkaufen, war grundsätzlich aufgegangen. Für Krusenstern selbst erfüllte sich mit dieser Weltreise auch der große Wunsch, weiße Flecken auf den Seekarten der Welt zu beseitigen. Ihm selbst gelang es, verschiedene kleine Orte neu zu bestimmen oder ganze Küstenstreifen in Japan, im japanischen Meer, auf den Kurilen oder rund um den Äquator neu zu kartieren. So ist denn ein wesentlicher Erfolg seiner Reise auch der 1824 veröffentlichte Südseeatlas, den Krusenstern im Nachgang zu seiner Reise um die Welt mit all den Ergebnissen, die er während der Reise und danach von anderen Entdeckungsreisen gesammelt hat, veröffentlicht worden. Wenn wir in unserer Kabinettausstellung vor allem den Kupferstiche mit Ansichten von Städten und Menschen veröffentlicht haben, so ist es doch klar, dass natürlich in dem Atlas, den Krusenstern veröffentlichte, auch viele Karten und Profile zu sehen sind. Letztendlich sollten Sie sich selbst durch einen Blick in unsere kleine Kabinettausstellung einen Überblick darüber schaffen, was Krusenstern, was seine Crew auf dieser Weltreise alles gesehen haben. Es sind einmalige Kupferstiche, die in dieser Form im Original sonst nirgendwo bis jetzt gezeigt worden sind. Lassen Sie sich entführen auf eine Reise rund um die Welt mit Adam Johann von Krusenstern hier im Ostpreußischen Landesmuseum mit deutsch-baltischer Abteilung und tauchen Sie ein in die verschiedenen Kulturen, in die verschiedenen Erdteile, die er zu dieser Zeit besucht hat. Wir freuen uns auf Sie.